Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Malvindo. Ach komm, was ist das? Also, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Malvindo. Ja, es ist wie gesagt das vierte Visual Basic 2008 Tutorial. Ja, Variablen wird es heute wieder gehen. Kommen wir gleich dazu. Ja, also ich habe bereits ein Tutorial über Variablen gemacht. Und zwar, ja, String, ja, die enthalten, wie hier schon steht, einen Text, zum Beispiel Test, wie die dann geschrieben werden, deklariert, das wird auch am Ende kommen. Also bis jetzt können wir nur die String, wir denken uns natürlich, da ist noch mehr drinnen, ist auch, nämlich die neuen. Integer, die enthalten kleine Zahlen, zum Beispiel 100. Ich bilde mir ein, dass die nur bis 255 gehen. Kann mich aber auch täuschen. Also auf jeden Fall kleine Zahlen. Long, das ist die Variable, die am meisten Stellen, also auch Zahlen, zulässt. Zum Beispiel das hier, das wird noch problemlos per Long dargestellt werden können. Ja, also Long, groß, Integer, klein. Dann Double, das ist so zwischendrin, sind mittelgroße Zahlen. Das wird auch locker darstellbar sein. Ja, wie gesagt, zwischen Integer und Long. Dann gibt es die Objektvariablen. Die haben eigentlich nicht wirklich einen richtigen Namen. Und zwar, die können Objekte enthalten. Wobei das ist jetzt am Anfang noch nicht unbedingt notwendig. Da kann es dann aber später zu ganz, ganz bösen Fehlern kommen. Ja, die können aber auch Strings und Zahlen enthalten. Also Integer, Long und Double können die enthalten. Zum Beispiel Test oder 1000. Auch das hier wird dargestellt werden können. Das heißt, Objektvariablen können alles darstellen. Also nicht alles, aber halt alles, was mit anderen Variablentypen auch darstellbar ist. Und dann haben wir am Ende noch die Boolean-Variable, die ist am Ende, zum Beispiel, wenn es eingeschalten ist, dann soll er stoppen und wenn es ausgeschalten ist, dann soll er anfangen, zum Beispiel. Ja, true und false, das heißt wahr oder falsch, also ja oder nein quasi. So, jetzt kommen wir schon zu den Befehlen. Und zwar, wenn wir Integer deklarieren wollen, dann sagen wir einfach, den Name ist jetzt, soll man natürlich ersetzen, der Variablename ohne Anführungszeichen, s Integer. Dann dem Variablename s Long für eine Long-Variable, dem Variablename s Double für eine Double-Variable und dem Variablename s Boolean für eine Boolean-Variable. Und am Ende noch dim name as object. Also nehmen wir natürlich Variablename. Wobei, wenn wir das hier weglassen, das as object, dann kommt auch eine Objektvariable raus. Also das brauchen wir nicht unbedingt. So. Dann gehen wir doch gleich zu Visual Basic. Ich habe mir jetzt schon mal eine Form erstellt. Ganz neu. Gehen wir gleich in den Code. So, dann möchte ich noch euch einen kleinen Trick zeigen. Zur Strukturierung quasi über dieses Public Class Form 1. Also hier kann auch was anderes stehen. Darüber können wir solche bestimmten Deklarationen machen. Meistens jedoch werden hier nur die Imports-Funktionen verwendet. Das heißt system.net.dns wird jetzt hiermit deklariert und am Ende muss ich nicht immer wieder, das ist sehr sinnvoll, wenn ich das häufiger verwende, diese Klasse, muss ich nicht immer das Punkt get entry get host by name zum Beispiel, muss ich jetzt nicht verstehen, hinschreiben, sondern nur noch end get host by name. Also das wird hier dadurch importiert und wir sparen uns viel Schreibarbeit. So, wenn wir über die ganzen Subs hier reinschreiben, dem
Test es. Machen wir erstmal String, die bekannte. Dann heißt das, dass das in allen Subs verfügbar ist. Dem Test 2 String wird jedoch nur in dieser Variante, nur in dieser Sub verfügbar sein. Machen wir nochmal eine Private Sub. Ups. Noch einen Namen. Test 2 können wir problemlos vergeben, Test nicht. Haben wir mal mehr Text. Text. So. Na toll. Was soll ich nehmen? Mal. Doof, meinetwegen. Und jetzt hier Test 2. Gleich höhere Element, dann werden wir hier ein Error angezeigt bekommen, weil es nur in dieser Sub deklariert ist. So. Tun wir das raus. Jedoch, Test können wir problemlos verwenden, da hier Test bereits deklariert ist. Und zwar oben drüber deklariert ist. Das macht insofern viel Sinn, nicht in jeder einzelnen Sub wieder dem Test String, sondern wieder dem Test String, Test String und so weiter und so fort. Dann ist es sinnvoller, das einmal oben zu deklarieren und ja. Um jetzt von einer anderen Form auf diese Variable zuzugreifen zu können, müssen wir einfach hier entweder ein Public davor schreiben. Und voilà, wir können darauf zugreifen. Möchte ich jetzt nicht unbedingt gleich demonstrieren, aber gut. So, machen wir das nochmal weg. Upp. Ups. Vielleicht ein bisschen zu viel. Weg ist es. Okay, so nun wollten wir das ausprobieren. Und zwar, was haben wir als erstes gehabt? Eine Integer. Dim. Nehmen wir die mal kleine Zahl und dann machen wir jetzt S und jetzt der Typ Integer. Eine 32-Bit mit Vorzeichen da. Kleiner Trick, wenn man jetzt ohne Vorzeichen, also nur Pluszahlen nehmen will, dann macht man einfach U-Integer. Und dann haben wir hier eine vorzeichenlose 32-Bit-Ganzzahl. Ganzzahl. So, dann machen wir noch nein, machen wir große Zahl. Große Zahl S und jetzt machen wir was? Richtig, long. Und auch hier wieder gleiche Trick mit U-long. Wir wollen jetzt aber nur Integer. Dann mittlere Zahl. Und dann einfach S. Was? Richtig. Double. Übrigens, bei Double können wir auch eine Kommazahl quasi nehmen. Hier können wir mit Kommas arbeiten. Und was hatten wir noch? Yep, richtig. Dem I.O., also. Naja, naja, gut. Eigentlich was anderes, aber gut. Boolean. Und hier gibt es natürlich kein U-Boolean, weil das wäre ein bisschen dämlich.
Also I/O ist eigentlich eine Methode zum Schreiben von Dateien, Bits, Bytes und so. Aber sagen wir mal einfach, 1 ist wahr, 0 ist quasi gelogen. Gesetzt oder nicht gesetzt. So. Und dann hatten wir noch dem. Objekt. Dann können wir jetzt erst Object machen. Oder wir lassen einfach dieses weg. Ich finde es aber sinnvoller, dass es Object hinzuschreiben, weil dann weiß man sofort, okay, das ist eine Object-Variable. Okay. Und alle befüllt man mit kleine Zahl gleich und dann. Ah, das kann ich sogar noch darstellen. Aber irgendwann hört er dann auf. Kann nicht mehr dargestellt werden. So, wenn wir jetzt aber große Zahlen mal halten. Moment. Mit leere Zahl. Das wird da wieder darstellbar. Wenn wir es noch ein bisschen größer machen, kann das auch nicht darstellen. Und dann machen wir einfach große Zahl. Ups. Vielleicht ein bisschen groß. Oh, das kann er darstellen. Dann IO gleich. Und da können wir jetzt nur true oder false nehmen. Und dann Object können wir nehmen. Oh, nicht Object, tut mir leid. Objekt. Oder wir können auch blab. Okay, irgendwann ist auch Schluss. Und wir können auch false zum Beispiel nehmen. Nein, machen wir mit True zum Spaß. Also Object kann alles darstellen. IO nur Tode, also Boolean kann nur wahr oder gelogen, also True oder False. Mittlere Zahl kann halt nicht ganz so viel wie mehr, kann deutlich mehr als Integer, aber weniger als Long. Integer kann relativ wenig und Long kann sehr große Zahlen. Okay. Moment. Und wie findet ihr eigentlich meine Präsentationen? Schreibt mir was. Okay, danke. So, nun kennt ihr die gängigen Variabeltypen und deren Funktionen. Das ist der Grundstein für spätere Programme natürlich. Und bitte abonniert mich. Mein Kanal www.youtube.com/mywindow. Danke.